Ja Leute, hier ist Redstone One. Diesmal nur ich, Mr. Jumpy. Und ich wollte euch jetzt einfach mal einen Defi-Flop zeigen, den wir auch für die Pixelverschiebung verwendet haben. Und ja, die steht da irgendwann hin. Wenn ihr das Video dazu sehen wollt, dann könnt ihr auf meinen Kanal gehen. Oder ihr klickt einfach unten in der Beschreibung einfach mal auf den ersten Link. Das ist dann das Video. So, kommen wir zum Defi-Flop. Und zwar ist der ganz einfach. Ich klappe das jetzt mal hier ab. So. Und ja, was machen die Flop? Und zwar haben wir hier ein Output, ein Input und eine Taktung. Das ist die Taktung. Und zwar passt sich der Output dem Input an, wenn wir takten. Und wenn wir jetzt hier nichts haben und ich takte, dann ist klar, haben wir nichts. Wenn ich als Input anpackte und ich takte, ist das Signal da drin. Ich kann es auch wegnehmen, denn es bleibt gespeichert. Wenn ich jetzt wieder weg haben will, brauche ich keinen Input. Zack. Und es ist weg. So. Wie ist jetzt das Teil aufgebaut? Ups. Jetzt besteht ein Defi-Flop aus zwei Endgates. Ich habe die übereinander gepackt. Möglichst kompakt. Das ist ein Endgate, also das erste Endgate. Ganz stinknormales, wie es jeder kennt. Darüber ist noch eins. Aber, das ist normal gesehen so ein End. Das ist das normale Endgate. Aber wir packen hier keine Fackeln, sondern einfach Redstone. Denn beim Defi-Flop wird einfach der Input von dem zweiten Endgate, da wird ein Input einfach inverted. So. So, und zwar haben wir jetzt hier unser Outputs. Zwar kommt die, die zweite Fackel für den zweiten Output von dem zweiten Endgate kommt hierhin, nicht dahin, sonst funktioniert alles nicht. Denn jetzt brauchen wir hier noch ein erstes Knowledge. Und zwar ist das ganz einfach. Da habe ich jetzt dieses hier genommen. Zack, zwei Fackeln. Das ist auch ganz easy zu bauen. Dann packen wir hier Redstone hin. Ups, rot bitte. Dann kommt hier oben Redstone drauf. Hier die Fackel hin und hier die andere Fackel hin. So. Damit sehen wir, dass der obere, der Output von dem zweiten Endgate geht an einen Input von dem ersten Knowledge und der untere Output von dem ersten Endgate geht an den Output von dem ersten Knowledge. So. Unser Output von dem Defi-Flop, den können wir jetzt hier hinpacken oder Tag machen. Oder den können wir hier hinpacken. Das können wir alles verwenden, gerade wie es euch beliebt. Und wenn ihr jetzt die Taktung woanders haben wollt, dann müsste man das einmal komplett umdrehen. Das kann ich gerne mal kurz machen. So, jetzt habe ich das einmal umgedreht. Ist wirklich ganz einfach. Das erste Knowledge muss noch auf die andere Seite. Haben wir hier unser normales, hier unser anderes. Also man kann es drehen, wenden, wie man will. Funktioniert auch immer. Jetzt haben wir hier unsere Taktung. Das ist mal unser Output. So. Da funkt mir der Server dazwischen, aber sind wir eh gleich fertig. So, das ist jetzt gespeichert. Taktung war hier links. Jetzt unsere Taktung ist hier rechts. Wieder hier am Abzapfen. So, zack. Fertig gespeichert. Und auch wieder löschen. So ist einfach nur einmal umgedreht. Ich denke mal, das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Und ich verabschiede mich dann wieder. Viel Spaß mit dem Defi-Flop. Daraus kann man auch schön RAM-Speicher bauen oder sonst irgendwas. Redstone, das ist auf jeden Fall interessant. Dann sage ich viel Spaß beim Minecraft-Suchten. Bis zum nächsten Mal, habt Spaß.